Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag. Apple ist wieder am Start und zwar bei der nächsten Runde der nächsten Vorstellung. Und weiter geht's mit einem kleinen Gadget. Und zwar für den einen oder anderen Sportler ist es vielleicht ganz interessant. Beim Joggen hat man ja meistens keine Taschen in den Hosen. Wer gerne mit Leggings rumläuft, privat oder auch natürlich beruflich, kleiner Spaß am Rande, dem ist das vielleicht altbekannt. Ansonsten kann man sich natürlich immer im Klaren sein, hat man natürlich kaum die Hosentaschen bzw. den Platz in einer Leggings, um ein Smartphone mitzuführen. Abhilfe schafft dieses kleine Gerät. Was ist denn das eigentlich? Wir haben jetzt hier folgendermaßen vor uns was. Und zwar handelt es sich direkt um ein kleines Armband. Wir haben jetzt hier die Option, ein Smartphone von maximal 6 Zoll rein zu spidern. Das sieht hier so ein bisschen aus wie Spinnenweben und das Netz der Spinne. Dementsprechend können wir uns jetzt hier also ein Smartphone reinpacken, welches wie gesagt maximal 6 Zoll groß sein darf. Ist jetzt hier dann individuell verstellbar. Wir haben auf der Rückseite jetzt hier die Anpassung, dass man das Ganze ein bisschen angerundet an den Unterarm platzieren kann, sei es hier oder da, je nachdem, wie man das Ganze denn gerne befestigen möchte. Das ist eigentlich nur dafür da, dass ihr euer Smartphone mitführen könnt und es euch nicht im Weg herumlungert. Das Schöne daran ist auch, dass wir hier nochmal eine Funktion haben, die lässt sich dann individuell drehen und einstellen. Das heißt, je nachdem, ob ihr Breitbild bevorzugt beim Netflix schauen oder Hochkant bevorzugt natürlich beim Amazon Music hören oder Google Music hören, um jetzt hier keine Firma in den Vordergrund natürlich zu heben, benutze an der Zelle nur Amazon, nur kleiner Tipp am Rande. Deswegen kann ich nur davon immer ausgehen. Auf jeden Fall kann man Folgendes machen. Ich nehme jetzt mal ein 5,5 Zoll Phone, drücke das Ganze hier rein, aber ohne Hülle erstmal, um erstmal zu schauen, wie gut wir denn da vorankommen. Wir sehen schon, das ist wirklich schon stramm. Muss es aber auch, da wir ja beim Joggen ein paar kleine Kräfte auf das Smartphone wirken lassen und dementsprechend ist es alles schon befestigt. Mehr müssen wir gar nicht machen. Jetzt mit dem 5,5 Zoll Smartphone ist das also kein Problem. Oben sind diese Gummistripes dann drüber. Das heißt, da beschädigt das Handy nicht irgendetwas. Das Schöne daran ist auch, das ist wahrscheinlich mehr oder weniger so gewollt und auch wieder Zufall, dass wir die Tasten jetzt hier unten zugänglich haben. Das heißt, die Zurücktaste, Home-Taste oder auch die Task-Manager-Taste finde ich an der Stelle ziemlich interessant. Auch an der Seite ist natürlich der Lautstärke-Button erreichbar, so wie der Power-Button. Und wenn man dann auf der linken Seite, wie beim Samsung, sage ich mal, eine Bixby-Taste hat, kann man die auch benutzen, wer sie benötigt. Okay, das soll es also an der Stelle schon fast gewesen sein. Wir können das Ganze nämlich hier an unseren Arm befestigen. Muss ich erstmal ganz kurz schauen, wie wir das hier dran machen. Das heißt, ihr zieht das Ganze dann einfach nur fest. Das Schöne daran ist, das kann man so festziehen, bis zum geht nicht mehr. Allerdings muss man das Ganze dann hier auf der Seite auch nochmal so durchziehen, beziehungsweise ich habe es völlig falsch reingemacht. So, nach kurzem Hin und Her habe ich es dann richtig eingefädelt gehabt. Und zwar muss es wirklich so funktionieren, wie wir es jetzt direkt hier sehen. Einmal so durchgehen, das heißt hier unten durch, dann da oben durch. Und dann können wir das Ganze auch auf Spannung ziehen. So, und dann sitzt es auch straff am Oberarm direkt dran. Dementsprechend sehen wir das Ganze, wir können es jetzt hier individuell drehen. Das ist wirklich eine schöne Sache, finde ich auch sehr gut. Wir können das Ganze hier, so rum können wir es auch sogar drehen. Aber dann ist Schluss, das heißt nicht komplett 360 Grad, einmal hier rum, einmal da rum, je nachdem wie man es mag. Und man hat dann natürlich nicht das Problem, dass man jetzt hier das Smartphone irgendwo in der Hosentasche haben muss, beziehungsweise dass das Smartphone jetzt hier irgendwo im Weg rumtingelt. Was noch interessant ist, hier drüben mal ein Stück rübergezogen, haben wir sogar noch eine Funktion, dass wir Kopfhörer, die kabelgebunden sind, natürlich mit einhalten können. Probieren wir mal ganz kurz aus, wie gut das funktionieren soll. Damit die Kabelkopfhörer natürlich auch idealerweise halten, müssen wir das Ganze natürlich jetzt hier unten fixieren, weil wir haben hier oben natürlich den Klinkenstecker oder unten, je nachdem, welches Smartphone ihr gerade benutzt. Dann müssen die natürlich so fixiert werden, dass man nicht gleich beim ersten Ruck mit dem Kopf nach rechts oder links irgendwie hier direkt die Klinkensteckerbuchse rauszieht. Das wäre ansonsten ziemlich unpraktisch. Dementsprechend gibt es hier so eine kleine Halterung, dass man die Kabelkopfhörer damit natürlich verbinden kann. Ideal ist es natürlich, wenn ihr Bluetooth-Kopfhörer verwendet. Das mache ich zum Beispiel größtenteils, dass ich dieses Kabelgewirrwarr am Kopf gar nicht mehr habe, sondern dementsprechend jetzt hier, wie man so schön sieht, dann einfach nur noch freihändig damit arbeiten kann. Macht auch ganz gut Spaß, wie gesagt, wenn man jetzt gerade natürlich keine lange Jacke anhat, verdammt nochmal. Dementsprechend bringt es natürlich nichts. Wenn man natürlich eine lange Jacke anhat, bringt dieses Gerät wirklich von der Sache her nicht viel, weil man das ganze Smartphone ja dann auch in die Jackentasche stecken kann. Aber wie gesagt, wenn man dünne Kleidung hat, wie gesagt, nur ein langärmeliges Oberteil und von mir aus eine Leggings oder nur, je nachdem wie ihr gerne joggen geht, in kurzer Hose oder halt langer Hose, aber ohne unnötiges Gewicht in den Hosentaschen, ist das wirklich ideal. Das muss man so an der Stelle wirklich mal sagen.